Ja, guten Abend zusammen. Ich freue mich, dass ihr so zahlreich heute zu unserem Vortrag Elektromobilität und Energiewende erschienen seid. Ja, für diejenigen, die noch nicht wissen, wer ich bin, aber ich glaube, es sind die wenigsten hier im Raum. Mein Name ist Tanja Berkele und ich bin Vorsitzende des Stadtverbands Hürth. Ich werde Sie heute Abend so ein wenig durch das Programm begleiten. Ich möchte das Wort weitergeben an den Herrn Warnitschek persönlich. Ich danke Ihnen. Viel Spaß heute Abend. Ja, schönen guten Abend. Ich freue mich natürlich ebenso, vor so zahlreichem Publikum heute sprechen zu dürfen. Und vielen Dank für die Einladung, Frau Berkele. Ich habe das ja gerne gemacht. Theo hat das schon lange in die Wege geleitet. Ja, es ist ein heißes Thema, welches wir heute besprechen. Und es ist nur ein Teil dessen, was man insgesamt über Energiewende und heutige Energiegewinnung wissen muss. Und aus dem Grund ist das auch nicht der einzige Vortrag, den ich halte, um das gesamte Energieprogramm der AfD zu erklären, habe ich drei Vorträge vorbereitet. Der erste handelt über Elektromobilität und Energiewende, das ist das, was Sie heute hören werden. Dann gibt es einen ganz wesentlichen Streitpunkt in Deutschland und auf der Welt und in der UNO, und das ist die CO2-Frage. Ist es Gift oder ist es lebensnotwendig? Wir alle wissen, dass wir ohne CO2 schon tot wären. Aber andere wollen das halt nicht wahrhaben. Und das Dritte, wo sich unser Energieprogramm dramatisch unterscheidet von dem, was die Altparteien, die Grünen und die Linken und die Roten möchten, das ist Kernenergie. Und das wäre dann mein dritter Vortrag. Und wir haben heute, Frau Berkele hat heute schon mit mir gesprochen, wenn Sie das interessiert, dann bin ich gerne bereit, alle diese drei Vorträge in Folge zu halten, sodass wir dann alles gemeinsam abgearbeitet haben. Ich selbst habe mich sehr gefreut. Die AfD hatte erst vor kurzem das Energieprogramm verabschiedet. Und ich muss sagen, ich bin mit jeder Zeile einverstanden und ich kann da nur hundertprozentig dahinter stehen. Und ich bin auch überzeugt, dass dieses Energieprogramm sich durchsetzen wird. Die Frage ist nur, wann und ob ich dann noch lebe. Die Themenbereiche heute: Stand der Technologie für Elektroautos, Stand der Batterietechnik, konventionelle Antriebe, dann Wind- und Solarenergie und die Netzstabilisierungsprobleme, die ganz wesentlich mit der modernen oder neuen Stromgewinnung zusammenhängen. Die wichtigsten Parameter bei der Elektromobilität sind drei. Man braucht eine ausreichende Reichweite der Elektroautos. Die Rohstoffe müssen vorhanden sein und müssen auch wirtschaftlich abbaubar und bereitgestellt werden können. Und dann macht das Ganze natürlich nur Sinn, wenn die Stromerzeugung wirklich CO2-frei wäre. Wobei ich gleich dazu sagen möchte, dass für mich CO2-Freiheit überhaupt keinen Wert hat. Ja, wenn wir erstmal dabei bleiben, heute ist die Batteriekapazität zu gering und vor allem bei schlechtem Verkehrsfluss ist die Reichweite bei weitem nicht ausreichend. Ich habe vor kurzem mit einem Eigentümer eines BMW i3 gesprochen, der mir eine ganz lustige Geschichte erzählt hat. Er ist in sein Auto eingestiegen und Reichweite war 240 Kilometer. Voller Freude ist er dreimal aufs Gas gestiegen, dann war die Reichweite 170 Kilometer. Und dann ist er noch ein Stückchen weiter gefahren und dann hat er festgestellt, dass er mit der Reichweite nicht mehr am Ziel ankommen wird. Dann ist er zur nächsten Tankstelle, hat auf sein Handy geguckt, wo er denn tanken kann. Und das war 90 Kilometer in der Richtung, wo er gerade herkam. So sieht's aus. Rohstoffe. Alles spricht heute von Lithium, weil Lithium halt das Metall ist, mit dem man Batterien bauen kann, die die höchste Spannung haben. Wir werden darauf noch zurückkommen. Es gibt nicht allzu viel Lithium auf dieser Welt und jenes, welches es gibt, gibt es zu 30% in China.
zu 60% in Bolivien und der Rest ist aufgeteilt auf Nordamerika und ich habe gehört, auch in Österreich gibt es mittlerweile eine kleine Lagerstätte. Das Problem beim Lithium ist aber, dass das sehr verdünnt vorkommt. Das sind meist Salzwüsten, das kommt zusammen mit Natriumchlorid, kommt Lithiumcarbonat vor mit einem Gehalt von etwa 4%. Und daraus muss das Lithium erst gereinigt werden. Dazu braucht man, Sie sehen es hier, 1000 Tonnen Wasser pro Tonne Lithium. Und das in der Wüste. Also da werden noch eine ganze Menge an Umweltproblemen auf die Protagonisten zukommen und den Grünen ist das offensichtlich egal, wie denen ja auch egal ist, was bei der Windkraft so alles mit der Natur passiert. Hauptsache, die Ideologie stimmt. Das zweite Metall, das man dringend braucht, ist Kobalt. Davon sind 50% heute im Kongo festgestellt. Was auch noch ein wichtiger Faktor ist, um eine Batterie, so wie sie heute gebaut werden, in einem Tesla oder in einem i3 herzustellen, braucht man so viel Energie wie mit einem Benzinauto, um 70.000 Kilometer zu fahren. Sie sehen also, dass die Gesamtökologie eines Batterieautos schon sehr fraglich ist. Ja, Stromversorgung CO2-frei, da gibt es nichts dazu sagen, das ist ein ganz eigenes Thema, auch in meinem nächsten Vortrag. Hier sehen Sie die CO2-Äquivalente von verschiedenen Fortbewegungsmitteln. Das heißt, man geht davon aus, dass ein Auto 169.000 Kilometer in seiner Lebenszeit fährt. Und auf diese 169.000 Kilometer ist das auch normiert. Sie sehen hier links ein Benzinauto, 37,3 Tonnen CO2 braucht ein Benzinauto für die Herstellung, für den Betrieb von 169.000 Kilometer und für die Entsorgung und für den Antrieb, natürlich für das Benzin, das man dabei verfährt. Im Vergleich dazu sehen Sie, dass ein Dieselauto wesentlich ökonomischer und auch ökologischer ist. Es hat weniger Verbrauch, das hängt einfach mit der niedrigeren Temperatur zusammen. Das Delta T bei einem Dieselmotor ist wesentlich höher, die Abgastemperatur ist geringer und dadurch ist die Leistung höher. Und dadurch auch der CO2-Anteil bei den 170.000 Kilometern nur 29,2 Tonnen. Hier sehen Sie noch ein Hybridauto, und zwar ein Hybridauto der Technologie von 2017. Und dann sehen Sie hier noch die Träume von 2030. Da soll ein Hybridauto nur mehr CO2-Äquivalent von 27,3 Tonnen haben. Aber was Sie direkt sehen, dass ein Hybridauto heute schon mehr CO2 im Lebenszyklus erzeugt als ein Dieselauto. Und auch ein Hybridauto 2030 wird nur marginal besser sein als ein heutiges Dieselauto. Ich gehe davon aus, die werden auch nicht schlafen, da wird es auch noch Weiterentwicklungen geben. Und nun kommen wir zu Elektroautos. 2017 braucht ein Elektroauto für diese Strecke 25,8 Tonnen CO2. Also ich würde sagen, für den Aufwand, den wir haben, für die Probleme, die wir uns einhandeln, für die Behinderungen, die wir dann im Verkehr damit haben, lohnt sich das nicht. Denn da ist auch kaum ein Unterschied zu einem heute so verteufelten Diesel. Man muss ja dann bedenken, wenn wir so Probleme im Verkehrsfluss haben, wie es heute manchmal gibt, dass auf einer Autobahn plötzlich ein Stau ist und im Winter dann der Stau vielleicht noch einige Stunden dauert, dann werden am Ende die Elektroautos, wenn die Leute nicht erfroren sind, werden die zumindest keinen Strom mehr haben. Und stellen Sie sich mal vor, wenn da so 500, 600 Autos auf der Autobahn dann stehen und keiner kann mehr fahren. Alle müssen abgeschleppt werden, jeder einzelne. Muss einer mit dem Kanister Strom kommen. Mit dem Kanister Strom, genau. Ja, das sind
Das sind keine Kleinigkeiten. Das wird heute alles unter den Tisch gewischt. Aber diese Probleme werden kommen. Und in den letzten Wochen gab es ja viele Meldungen. Sie haben das sicher in der Presse verfolgt. In den USA war ein relativ kalter Winter. Und die Tesla-Fahrer haben alle geflucht, weil die Reichweite nur mehr die Hälfte war. Und diese Leute haben sich die Autos gekauft, um einmal zur Arbeit und wieder zurückzufahren. Und wenn sie dann feststellen, dass sie mit einer Batteriefüllung nicht mehr hin und nach Hause kommen, was sollen die dann machen? Die müssen dann irgendwo stehen bleiben, eine halbe Stunde. Da muss aber auch eine Tankstelle sein, eine Elektro-Tankstelle. Und dann müssen sie warten. Also da gab es sehr viele lange Gesichter, die damals schon 60.000, 70.000 Dollar für so ein Elektroauto ausgegeben haben. Ja, es geht ja nicht nur darum, dass die Batterie das Auto antreiben muss. Es gibt ja auch noch andere Stromverbraucher im Auto und mit denen rechnet man normalerweise nicht. Und das ist auch in den Angaben von Tesla nicht enthalten. Dort steht drin, wie weit das Auto fahren kann unter optimalen Bedingungen. Aber dass sie auch eine Heizung brauchen und die Heizung eben nicht mit der Abwärme eines Diesel- oder Benzinmotors, ich sage mal, kostenlos betrieben werden kann, das steht da nicht. Und wenn man, so wie es die Amerikaner gewohnt sind, dann noch die Klimaanlage einschaltet, also manchmal heizt man, und das ist tatsächlich so, ich mache das, Entschuldigung, auch, ich heize im Winter und die Klimaanlage läuft auch, weil mir sonst die Scheibe anläuft. Ja. Beim Elektroauto wird das kritisch. Und da gibt es noch eine Reihe anderer Nebenanlagen. Es gibt noch Leute, die haben 100 Watt Lautsprecher da hinten, habe ich nicht, aber kann man haben, nicht? Oder andere spaßige Dinge. Ich habe dann mal nur 50% dieser Nebenanlagen gerechnet, die brauchen 4,6 Kilowatt. Also das ist schon was. Nicht? Und wenn man nun eine Reichweite von 469 Kilometern, so gibt das Tesla an, hat, das sind 85 Kilowattstunden und man braucht etwa 18 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Übrigens nur, damit Sie den Vergleich haben, 18 Kilowattstunden, das ist etwa die Energie, die 2,5 bis 3 Liter Benzin haben. Also das muss man schon sagen, dass ein Elektroauto natürlich mit sehr wenig Energie fährt, aber eben mit einer sehr hochwertigen Energie, denn die Verluste sind schon vorher gemacht. Ja, ich habe das dann mal durchgerechnet. In der Stadt ist die Durchschnittsgeschwindigkeit 28 Kilometer pro Stunde. Heute für 469 Kilometer braucht man dann 16,7 Stunden. Wenn man diese Nebenanlagen in diesen 16,7 Stunden auch noch betreibt, dann ist die Reichweite nur mehr 244 Kilometer. Also bei einem ganz normalen Betrieb. Da ist es noch nicht kalt, sondern ganz normal. Und auf der Autobahn gehen diese angeblichen 469 Kilometer schon auf 377 Kilometer herunter. Ja, jetzt kommen wir zum Stand der Batterietechnik. Es wird ja immer wieder suggeriert, dass wir ja ganz am Anfang stehen, dass das Scaling Up, die Skalenerlöse noch kommen werden, dass die Wirtschaftlichkeit der Batterieherstellung noch steigen wird. Da gibt es ja diese bekannte Kurve. Das kennt man vor allem von Speichermedien, dass mit der Zeit von der Erfindung bis zur Produktion, dann geht das so exponentiell hoch und gleichzeitig gehen die Kosten so herunter. Und das versuchen Leute auch zu suggerieren, bei Batterien. Nun muss man da aber nur dazu sagen, wie lange gibt es denn schon Batterien? Die gibt es schon länger als Speichermedien. Batterien gibt es schon seit über 100 Jahren und im Prinzip hat sich nichts geändert. Batterien sind immer noch Batterien. Es geht immer noch um eins, dass man zwei Elemente hat. In diesem Fall ist das eine Zink-Kupfer-Batterie. Hier ist ein Zinkstab in einer Zinksulfatlösung und hier ist ein Kupferstab in einer Kupfersulfatlösung. Und da hat man eben vor mehr als 150 Jahren festgestellt, wenn man hier so eine Salzbrücke, also das ist einfach mit Wasser gefüllt sein.
und man legt hier ein Voltmeter dran, dann entstehen hier 1,11 Volt Spannung. Und warum ist das so? Das passiert, weil sich das unedlere Metall, das ist hier das Zink, auflöst und Zinksulfat bildet. Und das edlere Metall scheidet sich ab. Also dieser Kupferstab wird immer mehr, da lagert sich Kupfer ab. Und dieser Zinkstab löst sich auf. Und wenn der aufgelöst ist, dann ist die Batterie am Ende. So kennen wir das auch bisher von unseren Batterien, dann werfen wir sie weg. Sie erinnern, da gibt es viele Möglichkeiten, solche Batterien zu machen. Sie werden sich vielleicht noch an Zink-Kohle-Batterien erinnern, ganz früher. Also ich hatte ja schon ein Elektroauto, als ich so klein war. Nicht? Da hatte ich eine Zink-Kohle-Batterie drin, das war eine aufgerolltes Zinkblech und dazwischen so eine Lösung aus Ammoniumchlorid und drin steckte ein Kohlestab. Und wenn die auslief, die Batterie, dann war das Auto kaputt. Haben Sie sicher auch erlebt damals. Ja? Also das ist im Grunde eine Batterie. Und das basiert auf der elektrochemischen Spannungsreihe. Und jetzt wollen wir mal klären, was können wir da noch für Innovationen erwarten. Sie sehen hier den Wasserstoff, H2, mit einem Potenzial von 0. Das hat man einfach so definiert, hat gesagt, eine Wasserstoffelektrode hat Potenzial 0. Und man misst nun alle Elemente, die es gibt, gegen eine Wasserstoffelektrode. Also so wie Sie das hier sehen, man würde hier einfach ein Platinblech hingeben und Wasserstoff drüber perlen und hier dann das zu messende Element. Und dann erhält man diese elektrochemische Spannungsreihe und da sehen Sie alles, was Sie so kennen, von Blei, Nickel, Eisen, Schwefel, Zink, Aluminium, Natrium und ganz oben sehen Sie Lithium. Und das sind alles die negativen Elemente in der elektrochemischen Spannungsreihe gegenüber Wasserstoff und hier sehen Sie die positiven. Kupfer, Alkali, Jod, Silber, Quecksilber, Brom, Platin, Wasser, Chlor, Gold und ganz unten sehen Sie Fluor. Nun kann man die stärkste Batterie kann man bauen, indem man hier jenes Element nimmt, das die höchste negative Spannung hat und auf der anderen Seite jenes Element, das die höchste positive Spannung hat. Das heißt, wenn man eine Lithium-Fluor-Batterie baut, dann hat man 3,04 plus 2,87, also etwa 6 Volt Spannung. Das ist die Spannung. Und dann gibt es noch die Stromstärke. Und die Stromstärke hängt im Wesentlichen davon ab, wie viel Lithium man zur Verfügung hat. Also wie viele Elektronen pro Atom Lithium kann ein Elektron freigesetzt werden. Und deshalb ist die Stromstärke nur abhängig von der Größe der Batterie. Letztendlich. So. Sie wissen, dass heute die Batterien auf Basis von Lithium sind. Also da oben. Drüber gibt es nichts. Es gibt nichts. Und auf der anderen Seite ist man hier bereits heute beim Fluor. Auch da sehen Sie, man wird bei der Spannung keinen Fortschritt machen. Sicher nicht. Und es gibt keine anderen Batterien bekannt als solche, die auf diesem Prinzip basieren. Man kann dann noch ein paar Tricks machen, da komme ich dann gleich noch drauf, weil diese beiden interessanten Elemente, Lithium und Fluor, zwar eine hohe Spannung liefern, aber die haben auch einige recht unangenehme Eigenschaften. Das Lithium ist ein Metall. Schönes, glänzendes Metall kann man mit dem Messer schneiden, ist ganz weich, wird aber an der Luft sofort oxidiert. Es ist ein hochreaktives Metall und hier ist das nicht in Wasser gelagert, sondern das ist in Öl gelagert. Ja? Man stellt das her durch Schmelzelektrolyse, das ist auch ein extrem aufwendiger Prozess. Also man muss erst das Lithiumcarbonat herstellen, reinigen auf 100% Lithiumcarbonat. Man muss dann in einer Schmelzelektrolyse aus dem Lithiumcarbonat das metallische
Lithium machen. Und das muss man alles unter wasserfreien Bedingungen machen. Ich sagte schon, es ist extrem korrosiv, ein hoher Stromverbrauch durch die Schmelzelektrolyse. Es ist giftig, es ist sehr ätzend und vor allem die Verbindungen mit Wasser, dann bildet sich Lithiumhydroxid, das ist ein sehr starkes Alkali. Wenn man das in die Augen bekommt, erblindet man sehr schnell. Und das heißt, und es reagiert heftig mit Wasser. Das bedeutet, die Batterie muss absolut dicht sein. Und wie es mit Wasser reagiert, das sehen Sie hier. Hier hat jemand ein kleines Stückchen Lithium hingelegt und dann Wasser drauf gekippt. Das geht sofort in Flammen auf. Es entsteht Wasserstoff bei dieser Reaktion. Der Wasserstoff entzündet sich sofort, weil auch Temperatur entsteht bei dieser Reaktion. Also das ist nicht ganz ungefährlich. Und das zweite Element ist Fluor auf der anderen Seite der elektrochemischen Spannungsreihe. Fluor ist das stärkste bekannte Oxidationsmittel. Es reagiert mit allen Elementen außer mit Helium und Neon. Also ich würde niemandem empfehlen, mit Fluor ist ein Kampfgas. Und man hat das im Zweiten Weltkrieg oder im Ersten Weltkrieg nur deshalb nicht eingesetzt, weil es zu teuer war. Man hat Chlor eingesetzt. Chlor ist nicht ganz so ätzend und so reaktiv wie Fluor. Aber Fluor hat auch außerordentlich, ist auch sehr, sehr giftig und hat sehr reaktive Verbindungen auch wie Flusssäure. Sie kennen Flusssäure, ätzt sogar Glas. Fluor wird hergestellt durch Elektrolyse von Flusssäure, ebenfalls hoher Stromverbrauch. Fluor und HF gehören zu den giftigsten Stoffen, sehr ätzend, Kampfgas im Weltkrieg und es ist feuergefährlich. Wenn man, ja, hier sehen Sie, was ein Tesla macht, wenn die Batterie beschädigt wird. Sie haben in so einer Batterie, wenn die aufgeladen ist, tatsächlich metallisches Lithium und elementares Fluor. Und wenn die zusammenkommen, dann reagieren die so wie hier. Und das bedeutet, diesen Brand kann man nicht löschen, denn dieser Brand braucht keinen Sauerstoff. Das Oxidationsmittel ist das Fluor und das Reduktionsmittel, das verbrennt, ist das Lithium. Ja. Diese Unfälle werden alle nicht beschrieben. Man muss sehr viel suchen im Internet, um diese Bilder zu finden. Ja, sieht gut aus, nicht? Ja, ja, das ist ein Tesla in Aktion. Ja. Ja, heute laufen doch sehr wenige Autos auf der Straße mit dieser Technologie. Dann ist es auch noch relativ selten, aber im Vergleich zu der Anzahl an Autos ist es relativ häufig. Und vor kurzem ist in Las Vegas, glaube ich, war das, ist ein Auto, das geparkt hat, hat plötzlich einen Feuerstrahl rausgegeben. Man muss sich das so vorstellen, das Fluor und das Lithium, die sind einfach getrennt durch eine hauchdünne Plastikhaut, die aber durchlässig sein muss für Elektronen und für Ionen. Und wenn man die verletzt, diese Plastikhaut, dann hat man den Kurzschluss. Und so etwas kann auch passieren, wenn man eine Lithiumbatterie zu schnell lädt. Also auch da gibt es Grenzen. Da wird ja auch immer erzählt, ja, da wird schon Fortschritte geben. 2,5 kW-Leitungen und dann geht das schneller. Nicht? Ja, dann. Sie haben das sicher auch schon gehört, dass Lithiumbatterien im Flugzeug in die Luft gegangen sind, allerdings kleine, ne? In Handys und dergleichen. Das ist der gleiche Effekt, dass es einfach zu einer Überhitzung kommt und bei einer Überhitzung schmilzt dann das Diaphragma zwischen den Elementen und dann reagieren die und erhitzen weiter und dann brennt das Ding ab und explodiert. Ja, wie überzeugt sind denn unsere Wirtschaftsleute? Daimler hat vor kurzem Milliarden in neue Verbrennungsmotoren investiert und der Daimler-Chef sagte, Verbrennungsmotoren werden noch sehr lange eine wichtige Rolle spielen. Der Überzeugung bin ich auch. Ich glaube nicht, dass die Batterieautos verschwinden werden. Die werden für eine kleine
Nische auch benötigt oder gebraucht werden, aber sie werden nicht den Verkehr bewältigen können, den wir heute haben. Und dann gab es eine Umfrage im Manager-Magazin, wo 72% der weltweit befragten 229 Autobosse das Aus für die Batteriefahrzeuge voraussagen. Also wie es mit Tesla weitergeht, das ja, ist ja sehr zweifelhaft, nicht nur aus technologischen Gründen, sondern auch aus wirtschaftlichen Gründen, weil die mit jedem Auto, das sie verkaufen, ja zigtausend Dollars verbrennen. Die Firma ist überschuldet wie keine zweite auf der Welt. Und wie sich die Investoren das vorstellen, dass sie je ihr Auto zurückgeben, ich hoffe, niemand hier hat Tesla-Aktien. Ich kann das nicht empfehlen. Ja, pikant, ne? Die Chefs und Aufsichtsratsvorsitzenden der deutschen Autohersteller, die an der Umfrage teilgenommen haben, sind zu 100% überzeugt, dass Elektroautos scheitern werden. Jetzt wird man sich natürlich fragen, nachdem wir in den letzten Tagen gehört haben, dass VW Milliarden in die Elektromobilität investieren wird, wird man sich fragen, warum machen diese Leute das? Aber das ist die gleiche Frage, wie RWE ohne mit der Wimper zu zucken die Kohlekraftwerke aufgibt und sagt, ja gut, dann bauen wir halt Windkraftwerke. Das ist einfach ein teuflisches Zusammenspiel zwischen, teuflisches Zusammenspiel zwischen der Regierung und der Wirtschaft. Die Regierung sagt den Leuten, wir werden eure Autos nicht genehmigen. Wir werden eure Kohlekraftwerke einfach nicht genehmigen. Ja? Und ja, die Manager sagen, naja gut, das alles ist ein Problem, das wird in den nächsten 30 Jahren, wird das virulent werden. Und dann gucken sie mal, wie lange sie noch in dem Konzern tätig sind und dann machen sie ihre Strategie. Und bei VW habe ich da auch noch einen ganz bösen Verdacht, nicht, dass VW von der Regierung so stark unterstützt wird, dass diese Betrugssoftware beim Diesel nicht von Deutschen eingeklagt werden kann. Nicht? Also für mich riecht das sehr nach einem Deal, nicht? Dass der Dies da rauskommt. Der Dies hat übrigens vor wenigen Monaten hat er gesagt, das war auch eine lustige Aussage, wir müssen damit rechnen, dass unsere Elektroautos mit Kohle fahren, hat er gesagt. Ja? Da glaube ich auch dran, dass das so sein wird. Ja, jetzt moderne Batterien, was sind denn die Probleme? Gewichtsprobleme. Eine Batterie im Tesla hat etwa 900 Kilo. Ja, das ist schon grenzwertig und darum, das hängt auch damit mit dieser Unfallhäufigkeit der Tesla-Modelle zusammen. Die versuchen überall Gewicht einzusparen und das geht dann natürlich auf die Sicherheit. Ja, ich habe das heute nicht gezeigt, aber ich hatte auch ein Foto von einem Tesla, der einen Frontalzusammenstoß hat. Wenn Sie das Fahrzeug sehen, da ist nichts mehr von da. Ja, dann gibt es auch Volumenprobleme. Auch diese Lithium-Batterie unterzubringen, ist ein Problem. Der Tesla hat, ich glaube, an 12 Stellen ist die Batterie untergebracht. Also das ist nicht ein Block, sondern 12 alle Löcher, die Sie irgendwo haben, füllen Sie mit Batterien an, damit Sie diese Leistung bekommen. Nicht? Dann kann man sich auch überlegen, dass es mit einem Tausch der Batterie, ja, was auch manche denken, man fährt zur Tankstelle, Batterie rein, andere Batterie raus, andere rein, und man fährt weiter, ne? Das wird auch nichts, wenn man Auto so konstruiert. Ja, dann die Hysteresis. Das ist bei einer Lithiumbatterie verwendet man deswegen, weil die Hysteresis sehr niedrig ist. Und das heißt, dass man den Strom, den man reinsteckt, fast quantitativ wieder rausbekommt. Ich zeige Ihnen das anhand einer Kurve. Das sieht so aus, wenn Sie die Batterie laden, dann laden Sie die entlang so einer Kurve. Und wenn Sie die Batterie entladen, dann entlädt man sie entlang dieser Kurve. Das heißt,
Man muss mehr reinstecken, als rauskommt. Bei einer Lithiumbatterie ist diese Hysteresis relativ klein. Bei allen anderen Batterien ist sie groß und hat noch die unangenehme Eigenschaft, dass sie immer größer wird. Mit dem Alter einer Zinkbatterie wird diese Hysteresis immer größer. Das heißt, sie müssen immer mehr reinstecken und bekommen immer weniger raus. Und das ist auch der Grund, warum man heute Lithiumbatterien nimmt. Und warum Lithiumbatterien auch sehr lange halten. Man macht ja heute Rauchmelder, die 10 Jahre halten. Da ist eine Lithiumbatterie drin und das geht nur deswegen, weil diese Hysteresis bei Lithiumbatterien klein ist. Eine Frage, was steht in den Achsen? Strom und Kapazität, geladene Energiemenge oder? Hier steht der Strom und hier ist die Spannung. Die Spannung nur, also nicht die geladene Energiemenge, sondern die Spannung. Ja, das erklärt auch, man spricht ja auch davon, man kann Probleme anders lösen. Lithium, sehr reaktiv, sehr teuer, energieintensiv herzustellen. Ich habe heute erst gelesen, dass jemand meint, eine Silizium-Luftbatterie bauen zu können. Das geht, selbstverständlich. Man kann auch eine Zink-Luftbatterie, gibt es, ja, bauen. Alles, Sie können alles, was in dieser elektrochemischen Spannungsreihe ist, können Sie alles machen. Nur hat alles seine spezifischen Nachteile. Und es gibt einen Grund, warum man zum Lithium gekommen ist, eben der, dass es sehr leicht ist und dass es eine sehr hohe negative Spannung hat. Wenn man zu Silizium übergeht, dann bei Siliziumluft wäre man bei einer Spannung von 3 Volt. Also das ist schon fast die Hälfte, ja, ist die Hälfte von dem, was eine heutige Lithium-Fluor-Batterie kann. Der Vorteil, Silizium ist natürlich in unbegrenzten Mengen vorhanden auf dieser Welt. Silizium kostet heute nichts mehr. Silizium braucht man enorme Mengen für Speichermedien und dergleichen. Festplatten sind aus Silizium Einkristalle. Die ganzen Photovoltaikanlagen sind aus Silizium. Also da wäre von der Herstellung her kein Problem. Silizium hat sogar noch den Vorteil, dass es 2 Elektronen pro Atom abgeben kann, Lithium nur 1, aber Silizium ist 6-mal so schwer. Also, ja. Ich kann mich noch was ergänzen. Die elektrische Leistung ist ja abhängig oder proportional zum Quadrat der verfügbaren Spannung. Nämlich die Leistung ist U mal I und I ist U durch R, Ohmsche Gesetz, also U² durch R. R ist der Widerstand des Motors, der da dran hängt, ja, Widerstand. Je höher die Spannung, desto höher ist die verfügbare Leistung, und zwar quadratisch steigt die verfügbare Leistung mit der Spannung. Es ist wichtig, eine hohe Spannung zu haben. Genau. Ja, mit der Grund, warum man nicht nur, Sie müssen natürlich auch den Strom aufbringen können. Ja, damit die hohe Spannung nicht. Das ist klar. Es ist immer, wenn der Widerstand kurzschluss verursacht, das ist immer das Produkt aus Spannung und Stromstärke. Aber die Leistung ist Produkt aus Strom und Spannung. Je mehr Spannung ich habe, desto weniger Strom muss fließen. Ja, ja. Also weniger Strom, das heißt, desto weniger wird die Querschnitte auch sein. Deswegen ist durch eine Hochspannungsleitung eben unterschiedliche Hochspannung, wenn man durch einen dünnen Draht die Leistung schicken kann. Ja. Also braucht man auch wenig Strom, wenn man eine hohe Spannung hat, um dieselbe Leistung zu erzeugen. Ja. Das ist im Prinzip richtig. Aber Sie können auch einen Van der Graaf-Generator hinstellen mit 4 Millionen Volt. Ohne Strom. Wenn Sie da einen Widerstand dranhängen von 10 Meter, dann macht der Kurzschluss. Ja. Weiß. Ja. Also, aber die Leitungsquerschnitte können kleiner sein. Also Silizium hätte auch noch einige andere Vorteile. Klar, es ist nicht korrosiv, es ist nicht giftig, es käme zu keinen Explosionen. Aber wie gesagt, es ist 6-mal so schwer wie Lithium und deswegen würde das keine Verbesserung bringen. Ja, da habe ich doch das Bild von dem Tesla, nicht? Ja, wo ist der Motor? Ne? Ja, hier ist noch eins. Ne? Auch unlöschbare Brände. Ne? Das war in Landeck übrigens. Das waren die Fahrzeuge. Gar nicht. Man kann Sand drüber kippen, man kann Schaum drüber machen, aber die brennen dann unter dem Schaum weiter und man hat dann nur die Gefahr gebannt, dass etwas anderes zu brennen anfängt. Ja, ja, ja. Ja, ja, die 80.000 Euro lösen sich ja ganz schnell auf. Ich habe eine Frage, die geht mir einfach nicht aus dem Kopf. Ja. Warum nennt diese Firma sich Tesla?
Naja, Tesla war der Erfinder der Hochspannungsleitungen. Ne? Tesla, den Tesla-Transformator kennst du vielleicht. Ne? Da kann man, wenn man zwei Scheiben aufstellt im Raum, kann man dazwischen eine Neonröhre reinhalten und die leuchtet. Das hat der Tesla erfunden. Ah, und dann nennt man sich beim Auto auch, ja, auch so, weil ja, er auch so nicht. Ja, nur am Rande. Herr Tesla war ein kluger Kopf. Ja, noch ein schönes Foto. Helmut, darf ich dich da mal zu unterbrechen? Ja. Nur eine kleine Anmerkung. Die Schweizer Feuerwehr, die trainiert übrigens die Bekämpfung solcher Brände. Ja, das ist gut, dass sie das machen. Das müssen die tun. Man stelle sich vor, Schweiz hat viele Tunnels. Ja. Und Autobahnen, da passiert was. Ja. Deswegen trainieren die das wirklich. Ja, aber das wird wirklich ein Problem, wenn das tatsächlich im Tunnel passiert. Die Energie wird freigesetzt. Das kann man nicht ändern. Nicht? Also das ist so, wie wenn man ein voll getanktes Benzinauto anzündet und dann im Tunnel kann man das nur geregelt abbrennen lassen. Das Sauerstoffentzug kann man auch Benzin immer löschen. Nein. Nein, das braucht kein Sauerstoff. Ich meine, Benzin. Benzin, ja, ja. Benzin kann man ja mal löschen. Ja, ich sagte, das wäre im Vergleich, als würde man ein Benzinauto kontrolliert abbrennen lassen. Ohne zu löschen. Ja. Ja. Das ist übrigens das Foto in Hollywood, war das im letzten Jahr, wo dieser Tesla plötzlich beim Stehen Feuerspeien begann. Ja. So, ja, dann kurz zum Diesel. Es ist tatsächlich so, die Probleme des Diesels sind schon im Prinzip technisch schon lange gelöst. Jetzt fragt man sich natürlich, warum haben die deutschen Autobauer das nicht in Europa auch realisiert? Das Problem ist folgendes. Bei einem Dieselmotor ist die Abgastemperatur um etwa 200 Grad niedriger als bei einem Benzinauto. Man kann natürlich einen Katalysator in den Abgasstrom einbauen, der die Partikel verbrennt und dann könnte man, um Stickoxide wegzukriegen, auch noch etwas Harnstoff dazugeben, dann verschwindet das auch, das Stickoxid. Das Problem war, man hätte diesen Katalysator direkt an den Motor bauen müssen. Und um das zu machen, jeder, der heute unter die Motorhaube schaut, sieht, da ist nicht Platz für so einen Topf. Das heißt, die Autos müssen vollkommen umkonstruiert werden, um das zu realisieren. Und das ist halt für BMW, Mercedes und VW nicht einfach so von heute auf morgen gemacht. Da müssen völlig neue Serien her, ein völlig neues Motorkonzept muss her, die Teile müssen neu aufgeteilt werden und das hat man sich gespart. Und dann hat man nur neue Modelle in den USA mit solchen Abgaskatalysatoren ausgerüstet. Die neuesten Diesel, das ist Euro 6 F-Temp, haben praktisch null Feinstaub und praktisch null NOx. Das erreicht man eben auch durch AdBlue, nennt man das. Das ist Harnstoff, den man in wässriger Lösung dann dem Abgas zugibt und dann reduziert der Harnstoff. Also Harnstoff hat sehr viel Wasserstoff, ne? Und dieser Harnstoff zerfällt mit den Stickoxiden, mit NOx, zerfällt er zu CO2, der Sauerstoff geht hier ran, CO2, und Stickstoff, ne? Und Wasser. Und so kann man Stickoxide vollständig eliminieren. CO2-Emission. Ja, selbstverständlich. Die CO2-Emission ist bei allen Verbrennungsmotoren natürlich da, aber da haben wir ja vorhin den Vergleich gesehen mit den 169.000 Kilometern. Aber das schreckt eben nur Leute, die CO2 fürchten, und zu denen gehöre ich nicht. Ja, Euro 6 D-Temp-Modelle haben bessere Abgaswerte als Hybridfahrzeuge. Die sogenannte SRC-Technik, Selected Catalytic Reduction.
Ja, warum erst jetzt? Ich habe das eben schon beschrieben. Der Katalysator muss dicht an den Motor, die Dieselabgastemperatur ist zu niedrig, Platzprobleme hat es gegeben. Ja, kurz zu den Grenzwerten für Feinstaub und NOx. Ich glaube, das ging eh schon in den Medien rauf und runter mittlerweile, weiß ja jeder, wie verrückt das ist, dass wir 50 Mikrogramm NOx als Grenzwert auf der Straße neben den Autos haben, während am Arbeitsplatz 950 sind. Diese ganzen Dinge, wenn sie einen Gasherd betreiben, wenn sie eine Kerze anzünden, also überall, wo sie Feuer haben und Luft dabei ist, entsteht NOx. Das ist so in der Chemie. Ja, und das können auch die Grünen nicht ändern. Ja, ja, Sie sehen, da ist politische Absicht dahinter. Nicht? Denn diese 40 Milligramm, Mikrogramm, Entschuldigung, die sind ja nicht von irgendwo gekommen. Da stand Frau Merkel dahinter. Nicht? Die hat das mit der EU-Kommission gekungelt. Nicht? Und dann kommt sie und sagt, ja, das ist ein Grenzwert, kommt von der EU, da kann man nichts machen. Nicht? Ja, das ist über die Bande spielen. Ne? Beim Feinstaub ist das ähnlich. Ne? 50 Mikrogramm auf der Straße, 10.000 Mikrogramm am Arbeitsplatz. Sie wissen, was ein Raucher an Feinstaub mitbekommt. Wir wissen auch, dass der ganze Feinstaub, der da auf der Straße gemessen wird, natürlich nicht von Diesel kommt. Der kommt von überall. Ne? Wenn ein Elektrofahrzeug vorbeifährt, der Feinstaub wird auch aufgewirbelt vom Boden. Früher, ich kann mich noch erinnern, als ich noch ein kleiner Junge war, da war die Straße nicht asphaltiert und da gab es jede Menge Staub, als da ein Auto vorbeifuhr und dann ist hinten nach eben der Spritzwagen gefahren und hat Wasser drauf, damit der Feinstaub niedergeschlagen wird. Ne? Also das war alles keine Katastrophe. Ja, hier unten sehen Sie noch die Stickoxide, die unterschiedlichen, die da entstehen, nur zur Info. Ja, das Fraunhofer-Institut hat eine Stellungnahme abgegeben. Das Fraunhofer-Institut ist nicht unpolitisch. Das Fraunhofer-Institut ist sehr regierungsnah. Die haben gesagt, der Feinstaubgrenzwert ist eigentlich völlig widersinnig. Was wir mit den Messgeräten messen, ist zu 90% natürlicher Feinstaub. Und an diesem Feinstaub ist niemand gestorben. Der ist seit Jahrmillionen in der Luft. Der Anteil der Diesel-Pkw ist so marginal, dass man ihn eigentlich gar nicht messen kann. Ja. Warum hat das ja, das ist öffentlich. Nicht? Und ich veröffentliche, deswegen stehe ich ja hier, um das in die Welt hinaus zu posaunen. Ja. Ja. Aber ich spreche ja mit vielen, vielen Menschen über diese ganzen Dinge. Das ist so komisch, man dringt nicht durch. Alle sind so ideologisch, so verblendet. Und wenn man dann noch sagt, ich bin von der AfD, dann ist es vorbei. Da braucht man den Mund nicht mehr aufzumachen, dann glaubt einem keiner. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Bitte? Ja? Ja, genau. Du hast das eh richtig erfasst mit der neuen WhatsApp-Gruppe oder Facebook-Gruppe. Ja, jetzt kommen wir zur Stromerzeugung. Das war jetzt ein Ausblick über die Elektromobilität und was man ja dazu noch braucht, neben den Autos und den Batterien, ist ja Strom. Und wo kommt der her? Wir erzeugen heute Strom im Prinzip durch drei Prinzipien. Einmal, indem wir Wärme zur Arbeit machen, einmal indem wir Kinetik, also Bewegung, zur Arbeit machen und indem wir Lichtquanten zur Arbeit machen. Das erste sind alle Atomkraftwerke, Kohlekraftwerke, Gaskraftwerke, das sind ja alles Dampfkraftwerke. Ein Atomkraftwerk hat hinten genauso ein Dampfkraftwerk wie ein Kohlekraftwerk, nur der Tauchsieder ist ein anderer. Auch Gaskraftwerk ist das Gleiche. Nicht? Und der Verbrennungsmotor, das ist eine Kanonmaschine, ist auch im Prinzip Wärme, wird in Arbeit umgesetzt. Und da sehen Sie dann auch schon, der Wirkungsgrad ist immer
Anfangstemperatur, Endtemperatur minus Anfangstemperatur durch Endtemperatur. Und da sehen Sie, wenn beim Dieselmotor die Abgastemperatur 200 Grad niedriger ist, dann kommt da automatisch ein höherer Wirkungsgrad raus. Das ist der Grund, warum ein Diesel wenig Energie braucht. Die Anfangstemperatur ist natürlich auch höher. Ja, dadurch wird das Delta T höher. Ja. Also real haben alle diese Kanonmaschinen einen Wirkungsgrad von etwa 40%. Isotherme, also Kinetik zur Arbeit, das sind dann isotherme Turbinen, wo man einfach Bewegung, ein Wasserkraftwerk, das dreht ein Rad und dieses Rad treibt einen Generator und dann kommt der Strom raus. Da ist der Wirkungsgrad höher, 94% in etwa, und der Wirkungsgrad von Windkraftwerken, die gehören da auch dazu, da wird auch Bewegung in Arbeit umgesetzt. Da ist der Wirkungsgrad 59% und der elektrische Wirkungsgrad ist 30%. Kommen wir dann auch noch dazu. Sie werden sich ja vielleicht wundern, die Windkraftwerke, die drehen ja immer langsamer, schneller und es muss ja ein Strom rauskommen, der in ein 50 Hertz Wechselstromnetz eingespeist wird. Das geht nicht so einfach, dass man halt die Windturbine da an das Netz anschließt, nicht? Sondern das muss schon gleichgeschaltet sein. Auf diese Probleme gehe ich dann noch sehr intensiv ein. Deswegen ist der elektrische Wirkungsgrad 30% bei Volllast, wenn Wind geht, und zwar zwischen 4 und 17 Stundenkilometer. Drunter laufen sie nicht und drüber müssen sie abgestellt werden. Ja, und die nächste Methode, Photovoltaik, Sonnenstrahl, Lichtquanten werden aufgefangen und werden in elektrische Leistung umgewandelt. Da ist der Wirkungsgrad 15-30%. Sagen die Grünen, die Sonne schickt ja keine Rechnung, nicht? Und darum kostet ja die Energiewende nur eine Kugel Eis. Die Kugel Eis kostet mittlerweile über 20 Euro. Ja, das sind die Methoden der Stromerzeugung und ich habe hier nochmal den CO2-Vergleich pro Kilowattstunde dieser unterschiedlichen Herstellmethoden von Strom aufgeschrieben. Ein Bio-Blockheizkraftwerk hätte eine CO2-Emission von minus 409. Was sind das? Gramm pro Kilowattstunde. Ja. Das kann man natürlich alles schön hinrechnen. Nicht? Wenn man nur die Biogaserzeugung rechnet, dann stimmt das natürlich nicht. Aber die rechnen natürlich vorher das Pflanzenwachstum auch rein und den Verbrauch an CO2. Dann kommt man auf so eine schöne Zahl. Windenergie offshore, 23 Gramm pro Kilowattstunde. Also Sie sehen auch, Windenergie, das ist alles nicht CO2-frei. Man muss diese Dinge herstellen, man muss sie warten. Da kommt auf Deutschland übrigens noch ein kleines Problem zu, denn die ganzen Windkraftwerke sind nicht ausreichend gewartet, weil es in den Verträgen nicht drinsteht. Ja, darum hören wir auch immer mehr, dass Flügel davonfliegen, dass bei den Stürmen ganze Windkraftwerke einfach umfallen. In den USA ist eins umgefallen, ich glaube, letzte Woche ist in Deutschland auch eins umgefallen. Solarstrom aus Spanien 27, Atomkraft 32, also Sie sehen, das ist durchaus in dem Bereich. Wasserkraft auch 40 Gramm pro Kilowattstunde. Nicht? Um so einen Staudamm zu bauen, das verbraucht natürlich eine ganze Menge Energie, das soll man nicht unterschätzen. Und solche Turbinen, das sind auch Stahlteile, die erschmolzen werden müssen, die hergestellt werden, die nicht ganz klein sind. Ja? Auch dafür braucht man Energie. Multikristalline Solarzellen, 101 Gramm pro Kilowattstunde, nicht? Das ist schon gar nicht so gut. Erdgas, GOD, Gas und Dampf heißt das. Also wenn man ein Kraftwerk, das Strom erzeugt, koppelt mit der Wärmeerzeugung und die Wärme dann noch verkaufen kann, entweder in Industrie oder an Wohnungen, dann kommt man auf 148 Gramm. Erdgas G&D Kraftwerk, also ohne Heizung, 320.
Steinkohleimport 622, Braunkohle 700, Import Steinkohle 900 und ein Braunkohlekraftwerk hat natürlich den meisten CO2-Ausstoß pro Kilowattstunde von 1153. Helmut, eine Frage. Ja, ja. Also ich möchte was zum Biogaskraftwerk sagen. Hier geht es ja nicht nur um diesen negativen CO2-Ausstoß, sondern es geht ja einfach auch darum, dass Nahrungsmittel verdrängt werden. Es wird im großen Stil Mais angebaut und andere Energiepflanzen. Und die vernichten unsere Natur, also Oberflächenstruktur der Oberschicht, des Mutterbodens, die erosiert. Ja. Es gibt ja auch diese Hochwassergeschichten in Bayern. Ne? Der Boden ist gar nicht mehr fähig, sage ich mal, dann Wassermengen aufzunehmen, wenn wir mal einen Starkregen haben. Die Wildschweinpopulation, das hat nicht nur was mit den milden Wintern zu tun, sondern auch durch die indirekte Fütterung der Wildschweine. Wenn man mal sieht, wenn dann so ein Feld geerntet wird, wenn dann mal so eine Rotte rauskommt mit 30, 40 Tieren, ja, das ist ein wunderbares Versteck auch. Und das sind ja auch alles Themen, die mal diskutiert werden müssen. Nicht? Ja, ob ich jetzt Mais biologisch anbaue oder nicht biologisch oder Raps biologisch, spielt überhaupt gar keine Rolle. Ich habe damit Insektensterben, das muss man auch mal sehen, genauso wie ich Insektensterben habe, was weiß ich, ich habe heute noch einen Artikel gelesen von einem Wissenschaftsjournalist durch die ganzen Windräder, nicht? Ja. Es gibt ja bis heute keine Umweltverträglichkeitsprüfung, was die Aufstellung von Windrädern anbelangt, nicht? Ja. Und dass man da diese Thematik mal auch berücksichtigt. Ja, wir werden immer wieder kritisiert, oh, kauf keine Aktien oder spekuliere nicht mit Nahrungsmitteln, aber was macht man denn da? Ja, es ist zwar nur ein Faktum, dass ich, wenn der Heizpreis bei 50 Cent liegt, ich auch Getreide verfüttern kann, verheizen kann, aber muss ich auch ethisch die Frage stellen, ob das richtig ist. Das stimmt alles, aber ich bin der Meinung, menschliches Leben verbraucht eben Flächen. Ja, und wenn wir komfortabel leben wollen, werden wir immer in der einen oder in der anderen Form einen Flächenverbrauch haben. Und ich glaube, wir als AfD, ich meine, es ist natürlich ein Argument gegen die Windkraftwerke, dass man dadurch Vögel schreitert und dadurch natürlich auch Insekten schreddert und vernichtet. Wenn Straßen NRW jetzt Straßenbild grün geschnitten hat bis zum 28. Februar, das kommt eine Biogasanlage, dann kann kein Mensch was dagegen sagen. Ja. Aber wenn ich, sage ich mal, den Strombedarf von Nordrhein-Westfalen durch Biogaskraftanlagen decken würde, das ist dann reicht die Fläche von Nordrhein-Westfalen nicht aus, um die ganzen Energiepflanzen zu produzieren. Nein. Also Energiepflanzen würde man so und so eher für Biodiesel produzieren. Da kann man dann die Vorwand abholen. Viele Flächen. Also ich denke, unser Energiekonzept, dass wir die Kohlekraftwerke erhalten wollen, dass wir moderne Kernkraftwerke bauen wollen, das berücksichtigt alles dieses und ist das vernünftigste Konzept, das ich kenne. Und deshalb propagieren wir es ja auch. Also ich wollte das nur zum Vergleich, nur damit man mal die Zahlen, bitte. Das ist eine reine Wirtschaftlichkeitsfrage. Steinkohle kann man natürlich beibehalten und weltweit in China werden zurzeit hunderte von Steinkohlekraftwerken gebaut, aber Deutschland hat eben keine Steinkohle, Deutschland ist auf Import angewiesen. Ja, aber wir können nicht wettbewerbsfähig fördern, aber was Deutschland hat, ist eben Braunkohle und wir haben Braunkohle für 500 Jahre. Für 500 Jahre in den Abbaugebieten, die heute dünn besiedelt sind. Wenn man noch weiter geht, Mönchengladbach und in diese Gegend, dann haben wir Braunkohle für 1000 Jahre. Und ich sage, diese ganze Umsiedlung, das ist kein Problem. Nicht? Ich denke, im Zeitraum von 1000 Jahren kann man schon ein Feld leer machen, wenn heute ein paar Leute wohnen. Ne? Also, da gibt es keine sozialen Probleme. Nicht? Das einzige Problem ist eben das Braunkohle CO2. Hier sehen Sie, wo in Deutschland Wind geht, wo es sich überhaupt lohnt, Windkraftwerke aufzustellen, weil
Die Mindestgeschwindigkeit ist 4 bis 5 Meter pro Sekunde für die Rotorblätter und die Höchstgeschwindigkeit ist 15 bis 18 Kilometer, Stundenkilometer. Das ist das Gleiche, Entschuldigung. Es sind 4 bis 5 und 17 bis 18 Meter pro Sekunde ist das Maximum, dann müssen die abgestellt werden. Was wir auch vielleicht nicht wissen, wenn Sie manchmal bei Windstille eine Windkraftanlage drehen sehen, dann ist das nicht der Wind, sondern das ist ein Elektromotor, der in jeder Windkraftanlage drin ist, weil diese Rotoren auf den Lagern nicht einfach ruhig mehrere Stunden stehen können, dann geht die Schmierung weg und wenn die dann wieder anfahren, dann fressen die Lager. Und aus dem Grund müssen auch bei Windstille diese Windkraftwerke gedreht werden mit einem Elektromotor. Ja? Also es ist schon eine komplizierte Technik und ich komme dann noch auf total irre Sachen, die werden es gleich sehen. Ja, bei der Sonneneinstrahlung ist das auch nicht viel besser. Das sind im Jahr in Deutschland 883 Stunden, das ist 10% des Jahres. Und die Nennleistung von 17%, die angegeben wird für Solarkollektoren, das ist bei vollem Sonneneinstrahlung. Ja, also 17% der Sonnenenergie werden in Strom umgewandelt und wenn keine Sonne scheint, null. Das habe ich gedacht. Ja. Nicht ganz. Also wir reagieren auch mit Reflexionslicht. Ja, in der Nacht nicht. In der Nacht nicht. Ja. Ja, bei Regen und wenn es bedeckt ist, dann gibt es natürlich ist noch immer Licht da. Ja, ja, aber ganz, ganz wenig. Ja, man muss ja sagen. Uwe, hier war vorher die Regen. Ich habe mir gerade die Frage gestellt: Gibt es denn schon Messwerte, die belegen können, jetzt an der Anzahl der ganzen Windkraftwerke, die wir in Deutschland haben, ob sich dieser Aufwand überhaupt rentiert? Das sehen wir gleich. Das nicht. Ja, so grundlegende Fragen müssen wir schon besprechen. Vielleicht eine kleine Anmerkung noch zur Zuverlässigkeit von Windkraftanlagen und Solaranlagen. Da haben natürlich Solaranlagen einen eindeutigen Vorteil. Sie sind nämlich zuverlässiger, weil sie zuverlässig in der Nacht keinen Strom haben. Ja, weil sie dadurch berechenbar ja, die Probleme mit diesen beiden Technologien. Sehr schwer prognostizierbar und deswegen hat die Energieagentur in Deutschland ja schon größte Probleme, Deutschland mit Strom zu versorgen. Dazu, es gibt ja einen Einspeisevorrang für die erneuerbaren Energien. Das heißt, die Energieagentur muss jeden Strom nehmen, der durch Windkraftwerke oder Solarkraftwerke kommt und müssen sehen, dass sie entweder die anderen Kraftwerke runterfahren oder den Strom anders irgendwie loswerden. Dieser Einspeisevorrang ist ganz wesentlich. Wenn der wegfallen würde, und das wurde vor kurzem in der CDU auch diskutiert, ist die Windkraft erledigt. Sofort. Denn niemand würde mehr ein Kohlekraftwerk runterfahren, nur damit ein Windrad sich drehen kann und Strom liefert, das Kohlekraft. Ja, wenn Sie ein Kohlekraftwerk auf 50% der Leistung runterfahren, verbrauchen Sie noch immer 76% Brennstoff. Ja? Also das ist total uneffektiv. Nicht? Das ist nur ideologisch. Die werden runtergefahren, nur damit der Windstrom verbraucht wird und damit man das in den Statistiken sieht. Wie lange braucht es denn, um dieses Braunkohlekraftwerk wieder zur vollen Leistung hochzufahren? Das dauert ja auch eine Zeit. Das dauert auch eine Zeit. Da gibt es mittlerweile Prognoserechnungen. In der Energieagentur kommt die Prognose der Windkraftwerke und der Solarkraftwerke an. Das wird immer zuverlässiger, die Prognose. Und danach steuern sie die Kohlekraftwerke und die Gaskraftwerke und die Speicherkraftwerke und was es hat. Das ist die deutsche Stromerzeugung und zwar am 17.05. also letzten Jahres.
Hier sehen Sie ganz unten Wasserkraft, dann Biogas, dann Kernenergie, dann Braunkohle, Steinkohle, Gas. Das sind Pumpspeicher, das Blaue. Das ist Wind und das ist Solar. Diese Daten können Sie jeden Tag aus dem Internet rausholen, können jeden Tag gucken, was in den letzten Stunden passiert ist. Was Sie hier sehen direkt, nicht, zu solchen Zeiten muss Deutschland auch noch funktionieren. Nicht? Hier ist kaum Solar und kaum, hier sehen Sie, ich habe das mal auf 100% normiert, das können Sie auch in dem Programm, ist übrigens auch vom Fraunhofer-Institut, können Sie sich das rausholen. Das ist jetzt also 100% Stromerzeugung und hier sehen Sie die Anteile. Und hier habe ich mal eine Linie durchgelegt, da sind 45% Solarenergie, 16%, 16,8% Wind, 10% Kernenergie, 10% Biomasse, 7% Wasserkraft und 5% Braunkohle. So, das ist alles recht schön. Jetzt habe ich mal die Linie woanders durchgelegt, da müssen wir auch überleben. Und da sehen Sie Solar 0,3%, Wind 3%, Steinkohle 11%, Braunkohle 37%, Kernenergie 17%, Biomasse 13% und Wasserkraft 11,5%. Das bedeutet ganz einfach, diese Zeiten wird es immer geben mit dem Gleichzeitigkeitsfaktor, das hat sich auch als Illusion erwiesen. Es gab Leute bei den Grünen oder auch Fachleute leider, die meinten, ja, wenn in Norddeutschland kein Wind geht, dann geht er halt in Süddeutschland, nicht? Und umgekehrt. Die Realität zeigt, es ist nicht so. Es ist entweder ein Tiefdruckgebiet in Europa oder es ist ein Hochdruckgebiet in Europa. Und aus dem Grund wird es entweder Wind geben oder nicht geben, und zwar in ganz Deutschland, im Wesentlichen. Das bedeutet, wenn wir solche Zeiten überbrücken wollen, und man will das ja mit Gaskraftwerken, dann brauchen wir eine Kapazität an Gaskraftwerken, die den gesamten Stromverbrauch von Deutschland produzieren kann. Und da können wir doppelt so viele Windkraftwerke hinstellen. Ja, dann haben wir 2 mal 0, wie sagt man in Köln? Kajas. Ja. Und 3 mal, ja, wir können auch 3 mal so viele Windkraftwerke hinstellen, dann ist auch 3 mal 0. Das ändert alles nichts. Und daran, an dieser Physik wird sich nichts ändern. Und es ist mir rätselhaft, warum doch halbwegs intelligente Leute in der Regierung und auch noch ein paar angedockte Wissenschaftler das nicht sehen wollen. Ja, hier habe ich noch die letzten Tage. Das ist vom 18. Februar bis 24. Februar, also die vorletzte Woche. Da sehen Sie sehr schön, nicht? Wir hatten erst schönes Wetter, da war kein Wind und dann ging der Sturm los. Nicht? Und dann sieht man direkt, wie die Windkraft dann den Strom liefert für Deutschland und darauf beziehen sich dann die Grünen. Nicht? Denn hier sehen Sie. Bei uns waren die fast alle abgestartet. Ja, gut, ja, das kommt noch dazu, wenn der Wind, das sagte ich schon vorhin, wenn der Wind zu stark wird, dann stehen die trotzdem. Aber gut, so sah halt die Bilanz tatsächlich aus. Das ist real. Das ist der Stromexport, der Saldo von Deutschland. Hier ist die Nulllinie. Alles, was, das sind Gigawatt. Alles, was drunter ist, ist Import. Alles, was drüber ist, ist Export. Sie sehen, Deutschland ist Exportweltmeister. Mal wieder. Ja, mal wieder. Wir exportieren jede Menge Strom. Wir bauen Windkraftwerke hin, damit wir mehr Strom haben, damit wir den exportieren können. Und wie das in der Ökonomie so ist, wenn irgendetwas im Überfluss da ist und keiner will es, dann sinkt der Preis. Aber man findet immer noch Abnehmer und ein ganz wichtiger Abnehmer für den deutschen Strom ist Österreich.
Österreich ist in der glücklichen Lage, Österreich hat tatsächlich nur erneuerbare Energien. Importiert sie aus Deutschland, pumpt seine Speicherkraftwerke wieder voll mit kostenlosem Strom und holt den dann wieder runter, hat einen schönen Sinusstrom, der aus allen Flusskraftwerken und Speicherkraftwerken rauskommt. Ja? Das ist das österreichische Geheimnis, darum geht es denen so. Ja, es ist Wahnsinn. Nicht? Deutschland verschenkt hier Milliarden, ja? Und plant, noch mehr Milliarden zu verschenken. Nicht? Und das geht eben nur mit Österreich, mit Schweden geht es auch, die haben auch einige Pumpenspeicherkraftwerke. Nicht? Aber mit Frankreich geht es nicht und mit Polen geht es auch nicht. Denn die Polen machen ihre eigenen Kohlekraftwerke und die Franzosen ihre Kernkraftwerke. Haben wir auch genug Geld zu verschenken, ne, die Milliarden. Ja, ja. Ja. Also, das Problem, die zeitlichen und räumlichen Schwankungen. Das Stromnetz muss immer im Gleichgewicht sein. Das heißt, Spannung, Frequenz und Stromstärke müssen konstant sein. Und da gibt es das sogenannte Kirchhoffsche Gesetz. Das klingt ganz kompliziert, ist aber ganz einfach. In der komplizierten Form heißt es, in einem Knotenpunkt eines elektrischen Netzwerkes ist die Summe der zufließenden Ströme gleich der Summe der abfließenden Ströme. Das ist die einfache Ausführung vom Kirchhoffschen Gesetz. Alles, was reingeht, muss raus und alles, was rausgeht, muss rein. Und zwar gleichzeitig. Denn ein Stromnetz ist sehr gut vergleichbar mit einem Wasserleitungsnetz. Wenn Sie sich hier die Wasserpumpen vorstellen und hier ist die Druckklappe, dann pumpen diese vier Pumpen Wasser hier rein und hier sind die Abnehmer und die können das Wasser abnehmen. Und die können nur so viel Wasser abnehmen, das wissen wir auch, wie vorne reingeht. Da ist es auch so. Ja, auch das Kirchhoffsche Gesetz gilt auch bei unserer Wasserleitung. Und jetzt gibt es halt noch eine spezielle Sache, wenn Sie sich diese Pumpen vorstellen, und hier ist die Druckklappe, dann müssen diese Pumpen gleichmäßig laufen. Nicht? Denn wenn eine Pumpe vor die andere zurückgeht, dann geht das Wasser nur hier hin und her. Und so ist es auch beim Strom. Beim Strom muss auch der Strom eine ganz bestimmte Frequenz haben und da kann nicht eine Stromeinspeicherung in einer anderen Frequenz laufen, als die schon vorhandene. Das beschreibt wunderbar ein Stromnetz. Denken Sie immer, wenn Sie an ein Stromnetz denken, einfach an dieses Bild. So funktioniert das. Also es geht um die Stabilisierung der Netzfrequenz. Ich habe vorhin schon erwähnt, die Netzfrequenz muss stabil sein, weil die Verbraucher darauf angewiesen sind. Das ist in Mallorca ist das nicht so kritisch, denn die betreiben im Wesentlichen Glühbirnen damit. Und wenn die Frequenz der Glühbirne von 50 auf 55 Hertz geht, ist das egal. Man sieht beides nicht. Aber in Deutschland haben wir jede Menge frequenzgesteuerter Motoren. Alle unsere Fabriken, die Autobauer, haben alle frequenzgesteuerte Motoren. Die sind darauf angewiesen, dass das läuft wie eine Uhr. Und Schwankungen führen zu Fehlern und manchmal auch zur Zerstörung der Anlage. So, bisher wird dieser volatile Strom in ein vorhandenes, durch konventionelle Erzeugung stabilisiertes Netz eingebettet. Es gibt eine Reihe technischer Vorrichtungen, um das Netz zu stabilisieren, die alle die erneuerbaren Energien nicht leisten können. Und das ist so ein Ding. Jedes unserer Kraftwerke hat so ein Schwungrad. Da ist zwischen der Turbine und dem Generator ein tonnenschweres Rad. Und dieses tonnenschwere Rad dreht sich ständig. Und wenn kurzfristig etwas weniger Strom angeliefert wird, dann erzeugt dieses Rad den Strom. Und das wird nicht langsamer, weil es ein paar hundert Tonnen hat. Und überbrückt so diese Schwankungen. Und wenn plötzlich eine stärkere Abnahme ist, dann macht das auch dieses Rad. Das dreht weiter in der gleichen Frequenz und erzeugt den Strom. So etwas kann man nicht machen mit Windkraft. Denn da müssen Sie irgendwo die gesamte Spannung zusammenbringen.
und müssen so ein großes Rad drehen. Ja, ich sage, die Kraftwerke machen das nicht umsonst. Diese Investitionen sind gemacht worden, um so ein Stromnetz aufzubauen, wie wir es in Deutschland brauchen. Hier sehen wir den Stromaustauschsaldo. Also alles, was hier runtergeht, ist Export. Da sehen Sie sehr schön, hier von 2002 ging das los. Da sind die ersten Windkraftwerke gebaut worden. Seitdem exportiert Deutschland immer mehr Strom. Und zwar genauso viel, als Windstrom erzeugt wird. Das wird ja gerade als Argument angeführt, weshalb Windkraft erfolgreich ist, weil wir jetzt exportieren können. Oh, ja. Das ist lustig, ne? Ja. Man könnte auch sagen, so kann man das umdrehen. Es ist ganz toll, dass wir so viel Müll exportieren können. Kenia oder was weiß ich. Auch das Strom importiert wird dabei vernachlässigt. Nämlich das, was wir eben gesehen haben, die Minus, also das, was importiert wurde, kam auch aus Frankreich. Vorher machst du 20% seinen Strom aus Atomkraftwerken. Das wird dann mal eben so gestrichen. Ja, natürlich. Ja, hier sehen Sie das Umgekehrte. Ne? Das ist der Export und das ist unser Verbrauch. Ja? Also wir stellen ständig Windturbinen auf, um fürs Ausland Strom zu produzieren und im Ausland den Strom zu schenken, weil der hier dann am billigsten ist. Jetzt sehen Sie die Strompreise in Europa. Dänemark hat die höchsten Strompreise. Dann kommt Deutschland mit einem Anstieg um 39% in den letzten 10 Jahren. Also das ist ganz eindeutig mit dem Ausbau der Windenergie in Zusammenhang zu bringen. Das ist der Strompreis selbst und das sind Steuern und Abgaben. Kann man natürlich sagen, ja, die Differenz ist ja dann die gleiche wie bei den überall. Also ist der Strompreis das gleiche, aber hier in den Steuern und Abgaben ist eben die EEG versteckt. Ja. Ja. Also der Strompreis ist deswegen so teuer, die Erzeugung ist bei uns ähnlich teuer, oder es ist ja die Börse, die letztendlich den Strompreis regelt. Nicht? Die ist gleich, aber bei uns sind die Abgaben so hoch, weil wir EEG erfunden haben. Bitte. Die Elektroauto-Fetischisten sollten sich das mal genau ansehen, dann sollten sie mal darüber nachdenken, ja. Wie viel es kostet, letztendlich ihren Wagen mit aufzufüllen. Ja, fahren Sie mit einem Diesel, mit einem kleinen Diesel, ich habe einen, der braucht 4 Liter oder so, bekomme ich Preiswetter weg. Ja, ich habe den Eindruck, dass vor allem die junge Generation heute nicht mehr weiß, dass die Dinge, die sie benötigen, auch finanziert werden müssen. Ja, darum können sie auch Schule schwänzen, weil sie die Schule nicht mehr brauchen. Ja, ich glaube, es ist in unserer Gesellschaft ist der Zusammenhang zwischen Leistung und Wohlstand irgendwie verloren gegangen. Die Menschen haben das Gefühl, wir können Geld ausgeben ohne Ende. Das Geld geht nie aus. Ja, so hat ja einer dieser schlauen Mitglieder der Kohlekommission sagte, wir nehmen 40 Milliarden in die Hand, um Verbraucher und Industrie vor hohen Strompreisen zu schützen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja? Wir nehmen dem Steuerzahler 40 Milliarden weg, um ihm dann vorzuspielen, dass der Strompreis niedrig ist. Ja? Wortwörtlich hat er gesagt, Verbraucher und Industrie. Helmut, ich denke, man müsste eigentlich den Schülern nur einen einzigen Satz ins Gehirn reinpressen. Das ist der Energieerhaltungssatz. Mhm. Wenn den jeder verinnerlicht hätte, gäbe es den ganzen Schluss nicht. Ja, tut aber niemand. Verinnerlicht niemand. Er ist zwar relativ einfach, der Energieerhaltungssatz, aber geht trotzdem nicht in die Köpfe. Ja. Gut, das sind also die Strome. Ja. Störsender fürs Herz, das geht auch immer wieder durch die Medien und viele Leute klagen auch tatsächlich, dass der Infraschall krank macht. Ja, eine Zusammenfassung. Elektromobilität wird eine Nischentechnologie bleiben. Die NOx- und Feinstaubprobleme sind keine ernsthaften Probleme.
Otto- und Dieselmotor ist mit Alkohol betreibbar, ist mit Erdgas betreibbar. Also es gibt Alternativen und solange wir Benzin und Diesel haben, können wir ruhig mit diesen Treibstoffen fahren. Nach Ansicht von Experten ist es für eine große Volkswirtschaft praktisch unmöglich, ein zuverlässiges kohlenstoffarmes Netz ohne Kernenergie zu haben. Die Deutschen lernen diese Lektion auf die harte Tour. Und im Economist stand: Deutschland hat ungewöhnlich große Fehler gemacht. Langfristige Subventionen für Solarparks auszugeben war unklug. Atomkraft so schnell abzuschaffen ist verrückt. Ja, wir werden ja auch von Idioten regiert. Ja, ein Energiekonzept der Vernunft. Also das Wichtigste wäre, unsere Kohlekraftwerke zu erhalten und so lange zu betreiben, solange wir sie betreiben können, mit unserem heimischen Rohstoff, den wir unter der Erde haben, den wir nicht mal in Bergwerken abbauen müssen. Die Stromversorgung sollte auf moderne Kernkraftwerke umgestellt werden, die strahlungsarmen Abfall erzeugen, Konversionskraftwerke und Dual-Fluid-Reaktor. Den innerstädtischen Busverkehr, das ist auch eine Technologie, die uralt ist. Sie werden sich alle erinnern, dass früher die Busse, die O-Busse in der Stadt herumgefahren sind. Das ist eine, da brauche ich keine Batterie dafür, da brauche ich nicht tanken zu fahren. Heute werden Elektrobusse für enorme Summen angeschafft. München hat einige angeschafft, die stehen alle in der Garage, weil sie nicht funktionieren. Jetzt im Winter haben sie nicht funktioniert. Dann hier in Troisdorf hat man Wasserstoffbusse angeschafft. Und das Witzige ist, diese Wasserstoffbusse tanken den Wasserstoff aus der PVC-Erzeugung. Zum Ende meines Vortrages, ich habe noch eine Bitte an Sie. Da ich den Vortrag öfter halten möchte und auch bei anderem Publikum, möchte ich Sie bitten, das zu bewerten. Das hilft mir, denn man kann das immer ein bisschen anpassen an das Publikum, damit das besser ankommt. Gut.